Hey, herzlich willkommen bei Handball Inspires. Gensheimer und Co. begeistern uns immer wieder mit ihren Trickwürfen, welche gerade in ausweglosen Situationen oft den Unterschied ausmachen. In dieser Videoreihe möchte ich euch mein Training zum Thema Trickwürfe, Heber, Dreher, Leger auf allen Positionen für euer Training mit an die Hand geben. Von der Erwärmung bis zum Abschlusswettkampf liegt der Fokus auf dem technischen Erwerb und dem Verbessern eurer Trickwürfe. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Bei dieser Übung möchten wir nun die vorbereitende Maßnahme, den Schlagwurf übers falsche Bein, der uns viel Raum gerade nach außen wieder freigibt, auch als Schussmöglichkeit mit dazugeben. Das heißt, der Halbspieler entscheidet jetzt, okay, kann ich den Schuss setzen oder ist der Weg gegen die Hand frei? Dann kreieren wir uns natürlich wieder den Durchbruch mit dem Abschluss übers falsche Bein, wo wir jetzt den Heber oder den Dreher aus den vorangegangenen Übungen mit nutzen können. Viel Spaß bei der Übung! Jetzt folgende Situation. Ron, du stehst hier. Kleiner Aspekt Entscheidung mit da reinbringen. Wir haben wieder dieselbe Bewegung wie davor auch. Ball durch die Beine. Bisschen rüber, bisschen rüber, bisschen rüber. Sobald der Ball hier auftippt, entscheidet sich Ron, was passiert. Schnell aufnehmen. Können wir den ziehen? Ziehen wir den. Schneller Schlagwurf. Okay. Sehen wir aber, dass Ron sich da in den Block reinstellt. Ron? Links, rechts, freier Schuss. Lennart wird euch immer wieder was anbieten. Lennart hat ein paar Paraden im Köcher und Lennart hat ein paar Aktionen im Köcher, wo er ein bisschen Puppe spielt. Entscheide ich früh genug. Ja, wirklich. Also jetzt mal. Stefan. Moritz, du bist bitte. Du bleibst wirklich da stehen. Nee, jetzt hätte ich erstmal einen Schritt zur Seite gemacht nach hier. Oh. Oha, das war zu einfach. Dann war es eine gute Täuschung. Ja, wenn Ron zuckt, dann war es eine gute Täuschung. Ron, du kannst auch provokant zum Beispiel nach links gehen und damit den Raum frei machen für den Schuss. Genau, kannst einfach weggehen, dann machst du den Schuss frei. Ja, jetzt kommen viele Aspekte wieder mit dazu. Okay, stopp. Ist jetzt schwierig. Wir nehmen jetzt viele Bausteine mit rein. Erste Bewegung wieder. Setzt den Schritt hier hin. Ron kommt jetzt. Wenn er euch den Wurf freigibt, dann seht ihr ihn. Und dann könnt ihr einfach voll durchziehen. Schön Körper rüberlegen. Okay? Geht ihr rüber. Dann seht ihr, okay, hier ist eine Lücke. Vielleicht sollte ich die nehmen. Und dann geht ihr hier weg. Und die Geschichte jetzt. Da brauchen wir jetzt ein paar ordentliche Würfe. Heber, Dreher, Leger. Oder aber auch mal gerade kurze Ecke rein. Sonst glaubt ihr euch irgendwann nicht mehr. Sonst glaubt er euch irgendwann nicht mehr. Freier Schuss. Lennart, sehr gut. Meine Rückraumlinken sind nicht im... Ja, das war meine Bewegung. Das war meine Bewegung. Die rettet euch gerade. Gut. Jeder noch zwei. Jeder noch zwei. Letzter Schuss. Wir brauchen zwei Tore. Von. Nein! Rüber. Ja, ja. Gegen die Hand. Doppelt oder nichts. Los geht's. Ich geh da. Doppelt. Vier Räder links, vier Räder rechts. Signale, stopp. Also Lennart hat gerade gesagt, Signale überhaupt nicht erkannt. Der kommt weit raus, Heber, der zeigt Standbein, Dreher. Willst du erstmal die Übung davor machen? Drei Stück. Ja, mach die mal ganz am Anfang nochmal, dass du quasi in deinen Rhythmus wieder reinkommst und dann können wir nochmal drei mit Entscheidung machen. Ja? Du bleibst erstmal weg, genau. Drei Schuss gegen die Hand. Heber, Dreher, Leger. Guckt,
dir an, was er dir anbietet. Der steht sehr, sehr früh auf seinem rechten Bein. Damit hast du viel Platz für den Dreher. Ja, schön, schöne Aktion. Heber war auch frei. Los geht's, komm. Okay, zwei Entscheidungen. Ja, Ron geht klar nach links oder nach rechts. Du entscheidest. Gute Bewegung. Die vorbereitende Schlagwurftäuschung übers falsche Bein hatten wir schon oft in der Trainingseinheit mit dabei. Vor allem hilft sie dabei, den Abwehrspieler weit im Zentrum zu drücken und dadurch den Weg gegen die Hand frei zu machen. Sie ist aber auch ein super Mittel, um gerade die Handgelenksarbeit bei diesem schweren Schuss, der viel davon erfordert, weiter zu trainieren. Ich hoffe, ihr könnt diese Übung auch in eurem Trainingsbetrieb nutzen, denn Handball inspiriert.